Ja, Anton am Start, na Leute. Ja, ihr wundert euch sicher, was ich hier mache und so, ne? Aber es hat richtig Beef gegeben in Comment Section von eurem Video letzte Mal. Und da könnt ihr sehen, hier ist ein Typ gekommen oder eine Mädchen, ne, mit slawischen Namen und hat geschrieben: Auf jeden Fall keine Deutsche, die Oberklasse gebührt anderen, ne? Und da hat einer so gefragt, wen gebührt sie denn? Denen, die keine Deutschen sind, aber die Sprache lernen müssen, um zu überleben. Ja, und hier, slawische Typ Mädchen hat geschrieben, schau auf Gemälde, wer blaue Augen hat, irgendwann findest du es heraus, es gebührt den Slawen. Adolf Hitler wollte es für sich übernehmen und suchte einen Beweise. Deshalb ist der Hass auf Slawen. Ihr seid genau die gleichen Wilden wie früher und die Zivilisation habt ihr geklaut. Schaut, unsere Burgen, Symbolen, Wappen hängen noch immer bei euch. Bis Elbe war die Neandertaler, die Germanen. Über von Elbe war Zivilisation, das ihr Wilden erobert habt. Ja, was ist da los? Das ist sicher ein Gopnik, oder? Naja, hör mal zu, kleiner Gopnik, hier beim letzten Video mit die Arier, du hast nicht aufgepasst, dein slawische Freunde hier, Sorben, Polen, Russland, Litauen und so weiter, ne? Auch Ukraine hier, die haben nichts mehr, nix Arier mehr. Oben, ha, was ist da los? Norddeutschland hier, Norwegen, Irland oder Island, ne? Die haben das, aber du hast nicht wirklich aufgepasst beim Video. Und ganz wichtig, hier, er hat ja geschrieben, ne, neidisch seien auf blaue Augen und so weiter, ne, das ist sehr wichtig. Weil heutige Thema wird sein, woher kommen blaue Augen, ne, wer hat das gemacht und wir werden herausfinden und ich gebe jetzt ab hier an Materialismus TV. Viel Spaß noch, Leute, euer Anton. Jo, hallo Leute, willkommen bei Materialismus TV und heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, woher denn die blauen Augen kommen. Ja, blaue Augen sind ja mehr oder weniger sagenumwoben, ne? Da wird dann gesagt, das kommt irgendwie von Aliens, dann heißt es wieder, die blauen Augen sind irgendwie ja von den Ariern, ne? Und das kann dann auch verbunden werden. Da wird dann gesagt, ja, die Arier, die kommen von Aldebaran und die hatten blaue Augen und so, ne? Dann gibt es die Theorie, dass das irgendeine Norden Entwicklung ist halt je nachdem, ne? Und dann sind ja auch immer so Sachen, man findet Statuen oder irgendwelche alten Reliefs und Felsbilder und da sind dann irgendwie Figuren mit blauen Augen drauf. Das gibt es zum Beispiel auch irgendwie bei den Sumerern. Da gab es so Figuren, die blaue Augen hatten und da wird dann gesagt, ja, das ist wahrscheinlich hier von den Anunnaki und so gewesen. Und wir werden heute einfach mal schauen, ja, wo finden sich diese blauen Augen zuallererst, in welchen Samples, in welchen menschlichen Populationen und was könnte das auch für Ursachen haben, dass es halt so war, ne? Also zuallererst ist mal so, wir werden heute den wichtigsten Marker für blaue Augen untersuchen. Es gibt eigentlich nur einen, der wirklich entscheidend ist, weiß man heute, und das ist eine Variation im OCA2-Gen. Und das ist die SNP, also der SNP RS129133832. Und da ist es halt so, wenn ihr jetzt 2G-Allele habt, beziehungsweise 2C-Allele, je nachdem, bei welcher Firma ihr halt den Test gemacht habt, spucken diese Sequenzierer das ein bisschen anders aus, dann wisst ihr, dass ihr quasi eigentlich blaue Augen haben müsstet. Das heißt also, ihr habt 2G oder 2C-Allele. Wenn ihr da 2A oder 2T-Allele habt, dann habt ihr wahrscheinlich keine blauen Augen, sondern braun oder irgendeine andere Farbe. Wenn ihr ein G und ein A-Allel zum Beispiel habt oder ein C und ein T-Allel, dann habt ihr wahrscheinlich eine Mischaugenfarbe, also zum Beispiel grün, Bernsteinfarben oder Haselfarben, ja. Das ist so in etwa die Regel. Es gibt noch einige andere SNPs, die Augenfarbe beeinflussen, aber das ist so wirklich der Hauptfaktor, den man entdeckt hat, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr blaue Augen habt, wenn ihr halt die beiden Allele habt, bei 97%. Es gibt auch andere Arten von blauen Augen, also seltenere Sachen. Es gibt zum Beispiel genetische Abnormalien wie das Wardenburg-Syndrom oder Albinismus. Und da können die Leute dann halt eben auch blaue Augen haben, aber das sind halt nicht dieselben Gene, also die Genabschnitte, die das verursachen. Und dieses Wardenburg-Syndrom oder Albinismus, die sind ja dann halt auch noch mit
also mit größeren körperlichen Einschränkungen und so verbunden. Manchmal zeigen auch Leute im Internet so Bilder von Afrikanern mit blauen Augen und sagen, ja, hier ist der Beweis, bei Afrikanern gibt es halt auch blaue Augen und so. Und das sind dann meistens auch Bilder von Leuten, die halt dieses Wardenburg-Syndrom haben. Das erkennt man daran, dass die Augen dann so relativ weit auseinander liegen und der Schädel auch so ein bisschen deformiert aussieht. Ja, also ich habe nach Samples gesucht, in denen halt diese Allele vorhanden waren. Das heißt nicht nur bei doppelten Allelen, auch bei einem Allel, also die Homozygoten, das sind die, die beide Allele haben. Das sind dann Leute, die in der Regel so gut wie immer blaue Augen haben. Und bei den Heterozygoten, die nur ein Allel haben, ist es halt so, die haben wie gesagt dann grüne, bernsteinfarbene oder ja, haselfarbene Augen. Und selbst da ist es dann extrem sicher, dass irgendeiner deren Vorfahren in der Linie halt dann auch blaue Augen gehabt haben muss, weil dieses Allel halt in der Population drin ist, ja. Also diese Vererbung der blauen Augen läuft in der Regel nach der Mendelschen Regel ab. Also wenn zwei heterozygote Menschen Kinder zeugen, dann werden etwa zwei von ihnen auch heterozygot sein, also grüne, bernsteinfarbene oder haselfarbene Augen haben. Und eines wird braune Augen haben und eins wird in der Regel blaue Augen haben. Wenn jetzt beide Eltern, also jetzt homozygot sind, ne, also beide haben blaue Augen, dann haben die Kinder eigentlich 100% in der Regel blaue Augen. Außer da ist jetzt eine extrem seltene Mutation plötzlich, die auftaucht, dann kann das auch anders aussehen. Ja, also Leute mit blauen Augen haben Vor- und Nachteile mehr oder weniger. Also wer blaue Augen hat, der wird leichter geblendet und kriegt auch leichter Augenschäden durch die Sonne. Und mir ist das auch aufgefallen, dass Leute, die blaue Augen haben, tatsächlich öfter dazu neigen, irgendwie eine Sonnenbrille zu tragen. Ja, das ist natürlich auch so, dadurch, dass sie lichtempfindlicher sind, weil sie eben weniger Pigmente in den Augen haben als Leute mit anderen Augenfarben, können sie auch in der Dunkelheit besser sehen ein bisschen, ne? Und bei mir ist es halt so, ich habe best of both worlds, ich bin heterozygot, ne? Und ich habe halt mischfarbige Augen und bei mir ist es so, wenn ich mit dem Auto fahre und die Sonne blendet mich, halte ich das relativ gut aus, aber wenn ich dann halt eine blauäugige Person auf dem Beifahrersitz habe, dann heißt das schon, oh Gott, wie kannst du da überhaupt noch was sehen und so, ne? Aber ich merke halt auch, da im Gegensatz also zu Leuten mit blauen Augen kann ich, denke ich, tatsächlich ein bisschen schlechter im Dunkeln dann auch sehen. Ne? Ja, wir werden jetzt nach und nach die ganzen Zeitalter durchgehen und wir fangen hier mit dem Jungpaläolithikum an. Ne? Das ist quasi so die früheste Phase, wo wir Samples menschlicher DNA haben. Wir haben auch noch ein paar aus dem, also aus dem Altpaläolithikum davor. Aber die haben halt alle braune Augen. Also ich habe nachgeschaut, ich habe hier über 500 Gigabyte quasi DNA-Samples auf meiner Platte und bin die alle mal so durchgegangen nach diesem Snip, nach dieser Variante, ne, die blaue Augen halt zu 97% verursacht. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, bei Neandertalern und so, da gibt es keine blauen Augen. Das wurde ja immer in den letzten 20 Jahren behauptet. Das liegt einfach daran, dass da ja schlechte Wissenschaftskommunikation stattfand und eben auch so ein bisschen, ja, dass gewisse Leute sich da in den Fokus rücken wollten. Also es wurde behauptet, ja, wir haben hier rausgefunden, Neandertaler hätten blaue Augen, helle Haut und rote Haare. Nichts davon stimmt. Ich bin auch ein bisschen erschrocken, weil es gab tatsächlich auch mal eine Studie, die veröffentlicht wurde, wo behauptet wurde, ein gewisses Neandertaler-Sample hätte die Variationen für rote Haare. Und ich habe mir das dann angesehen selbst und die war nicht da. Und dann frage ich mich, was haben die da gemacht? Also es gibt eine Technik, die nennt sich Imputation. Auf Deutsch dann einfach Imputation. Und da tut man, wenn man bei einem DNA-Sample keine gewissen Snips drin hat, um die abzulesen, um die Eigenschaften von Menschen abzulesen, dann füllt man die einfach mit einem Programm, was statistisch dann die Wahrscheinlichkeit errechnet, was in diesem Snip drin wäre, was aber nicht unbedingt drin sein muss. Und ich vermute, dass man damals mit solchen Techniken gearbeitet hat, die halt letztendlich total fehlerhaft waren für diese DNA-Samples und dass man zu so haarsträubenden Ergebnissen dann gekommen ist. Eine andere Sache ist, früher konnte man auch nicht so gut einzelne Genabschnitte untersuchen. Da hat man dann so größere Regionen verglichen und bei diesen größeren Vergleichen, da hat es dann auch immer geheißen, ja, wir sehen hier diese Bereiche in Neandertalern, die ähneln ganz besonders Europäern und so. Aber heute können wir da ganz genau reinschauen und da sehen wir, dass halt diese Behauptungen nicht stimmen, ja.
mit den Zeitangaben, die wir hier machen, also sind jetzt beim Jungpaläolithikum, wir werden dann noch ins Mesolithikum gehen, ins Neolithikum und in die Bronzezeit und dann halt von der, ja, von der, also nach Eisenzeit dann noch bis zur heutigen Zeit. Das Problem ist, diese Angaben, Mesolithikum, Paläolithikum, Bronzezeit, sind je nach Region in der Welt etwas unterschiedlich. Zum Beispiel in Afrika geht die Steinzeit eigentlich ja bis nahezu in die Neuzeit rein, weil die Leute da erst ganz spät Metall und so hatten. Also die haben in der Antike und so weiter noch in Subsahara-Afrika überhaupt keine Metallgegenstände teilweise gehabt, nur durch Handel mit anderen Kulturen. Und auch innerhalb Europas ist es so, dass man halt das Neolithikum unterschiedlich lang definiert. Deshalb, falls ihr jetzt irgendwie euch da aus dem Fachbereich kommt und sagt, hey, sie hat hier falsche Zahlen genannt für das Mesolithikum oder Neolithikum, dann müsst ihr ein bisschen nachsichtig mit mir sein, weil ich muss das ja quasi hier so auf die Welt bzw. Eurasien umrechnen, damit das überhaupt irgendwie einen Sinn macht, ja. Und wir sehen jetzt hier auf der Karte die ersten drei Populationen, wo sich tatsächlich dieses Allel findet für blaue Augen. Ne? Das ist ja erstmal Villa Brunna und San Teodoro in Italien. Und das ist halt die Epigravettien-Kultur gewesen, also die späte Gravettien-Kultur, über die wir auch schon in anderen Videos oft gesprochen haben. Das ist halt die, also die erfolgreichste paläolithische Gruppe von europäischen Jägern und Sammlern. Und die steuern auch heute noch relativ viel DNA zu den Nord- und Nordwesteuropäern bei. Ja, und die haben halt, also waren die ersten Leute in Europa, die sozusagen blaue Augen hatten, nach dem, was wir heute wissen. Und dann haben wir auch noch hier im Kaukasus das Dazoblia-Sample, das ist von dieser CHG-Population, das sind die Kaukasus-Hunter-Gatherers, wie man heute sagt. Also das ist die Population, die dann später zu dieser Yamnaya-Population auch beigetragen hat, ne, also zu dieser indoeuropäischen Invasion. Und die auch mit in den Iran dann eingeflossen ist, also in die unteren Bereiche, also in diese, ja, wie sagt man dazu, ja, also iranisch-indische Zone da, ne. Ja, dann kommen wir auch schon zum Mesolithikum. Ja, wie wir hier sehen, das sind hauptsächlich alles in Europa einheimische Jägerpopulationen, die dann halt von dieser Villa Brunna-Population größtenteils abstammen, einen kleinen Teil auch von der Magdalenien-Population. Und diese Magdalenien-Population hat sich zum Beispiel auch hier unten da in Spanien, im Asilien ein bisschen fortgesetzt. Aber wir sehen halt auch da oben den Shedderman, der ja sehr berühmt ist aus, ja, gewissen kontroversen Medienschlachten, ne, darum, ob die Europäer jetzt Afrikaner wären oder nicht, weil der Shedderman, der hat halt dunkle Haut und blaue Augen und da haben die Leute sich auch fürchterlich im Internet wieder alle gekloppt. Naja, jedenfalls dann haben wir Loschspur, ist auch relativ berühmter Sample, die Magelmose-Kultur, die Erdebölle-Kultur und auch hier Doggerland, das versunkene Atlantis des Nordens, da gab es auch schon blaue Augen, baltische Jäger und Sammler, die östlichen Jäger und Sammler, auch als EHG bekannt. In der Ukraine gab es das halt auch, in Ungarn bei den Jägern und Sammlern, dann hier der Fundplatz da in der Balkanregion, Schwarzes Meer, Lipenskivir oder Iron Gates ist auch relativ berühmt, wenn ihr danach googeln wollt, da gab es halt auch schon blaue Augen. Dann natürlich im Kaukasus hat sich das fortgesetzt. Und dann haben wir hier unten, das ist sehr interessant, halt in Jordanien Ein Gaza, den Fundplatz, oder Ein Gazal. Da gab es tatsächlich auch blaue Augen, ne, im Mesolithikum. Und das ist spannend, weil wir werden sehen, dass das auch noch Auswirkungen auf spätere Zeiten anscheinend hat. Ja, das kann man sich kaum vorstellen, aber im Nahen Osten, im Mesolithikum, gab es dann halt auch schon blaue Augen bei denen, bei der Kultur sozusagen, die dann auch die Vorfahren der späteren Israeliten und ja, Araber waren und Mesopotamia und so, ne? Ja, dann gehen wir mal weiter ins Neolithikum. Da sehen wir auch in den neolithischen Kulturen, die ja dann aus dem Mittleren Osten und Anatolien eingewandert sind, gab es blaue Augen. Im neolithischen frühen Griechenland gab es das schon. In der späten Lenginel-Kultur hier im Balkangebiet, ne, oder Ungarn, da so die Ecke. In der späten Kukuteni-Kultur in der Ukraine. Dann sehen wir oben im Baltikum bei der Schnurkeramik, also Cordedware, die ersten indoeuropäischen Einwanderer, die dann im späten Neolithikum gekommen sind, da gab es auch schon blaue Augen. Oben bei den einheimischen Jägern und Sammlern, also die Pitetware, die Grübchen, keramische Kultur in Gotland und so weiter, die hatten auch schon blaue Augen, manche von denen.
Dann die neolithische Trichterbecherkultur in Norddeutschland, die darauf folgende Kugelamphorenkultur, auch hier in der Mitte die Lineabandkeramik, dieses gelblich-orange, das war ja die allererste neolithische Kultur, die nach Europa eingewandert ist. Auch da gab es schon blaue Augen. Bei der Michelsbergkultur im neolithischen Frankreich und hier auch oben Großbritannien, Irland, da gab es das überall schon. Und auch hier, wenn ihr ganz rechts guckt, da am Kaspischen Meer, die Shulaveri-Shomu-Kultur, da gab es auch schon Leute mit blauen Augen. Ja, kommen wir dann weiter zur Bronze- und Eisenzeit. Die Srubnaya-Kultur über dem Schwarzen Meer, dann die Andro-Novo-Kultur ganz rechts, diese große Steppenkultur. Da hatten wir auch, glaube ich, in dem Video über die Arya ganz am Anfang auch schon drüber gesprochen. Im bronzezeitlichen Iran gab es auch blaue Augen, dann auch bei den Hattiern, also hier in Anatolien. Die Hattier waren ja quasi die Vorgänger der biblischen Hethiter. Dann in Europa bei der Badenkultur, die Aunititzer-Kultur, das ist die Kultur, in der auch diese, also die Himmelsscheibe von Nebra zugeordnet wird, dieser Fund, und halt in der ganzen Glockenbecherkultur, also in der innereuropäischen Glockenbecherkultur, gab es halt auch Leute mit blauen Augen. So, dann gehen wir jetzt den letzten Zeitabschnitt durch, sozusagen bis heute, was da noch so passiert ist und welche Kulturen es dann noch gab. Und da sehen wir hier oben rechts so in der Ecke erstmal die Proto-Türken, ne? Also die Vorfahren der Turkvölker oder Turkstämme, die dann quasi in die Türkei eingewandert sind und eingefallen sind. Da gab es auch schon Leute mit blauen Augen. Dann die Assyrer, ne? Auch sehr interessant, weil wir haben ja gesehen, es gab das einmal in einem Ghazal, ne? Es gab das halt im Kaukasus, und da ist es wohl auch ganz klar so, dass es das wohl auch bei den Sumerern und so gab und Babylonier, ne? Also wir haben noch keine Samples heute aus Sumer direkt oder so, aber man sieht ja in den umliegenden Gebieten auch eben bei den Assyrern, die ja auch Nachfolger von denen sind, sagt man, gab es dann auch blaue Augen und diese Statuen irgendwie von den Sumerern und Babyloniern mit blauen Augen, die basieren wohl ganz klar nicht nur auf irgendwelchen Fantasien, sondern es hat da auch eben Menschen mit blauen Augen gegeben. Natürlich auch nicht nur, ne, aber es gab sie. Ja, dann sehen wir hier die Rus, ne, also die Rus-Wikinger, da gab es auch blaue Augen. Wir sehen bei den frühen Slawen, hier fälschlicherweise mit V von mir geschrieben, eigentlich schreibt man Slawen ja mit W, aber wenn man immer von Englisch zu Deutsch ständig springt, so im Alltag, dann schleicht sich sowas halt mal ein, Entschuldigung. Ja, bei den Skythen gab es auch blaue Augen, bei den Römern hat es auch blaue Augen gegeben, in der Hallstatt- und Latenkultur gab es halt auch blaue Augen, das ist ja so diese proto-keltische Kultur, bei den also Gauls, bei den französischen Kelten hat es auch blaue Augen gegeben, bei den britischen habe ich jetzt keine gefunden, das heißt aber nicht, dass es da vielleicht auch irgendwann mal welche gab. Bei den, wie heißen die gleich da oben, den Pikten habe ich tatsächlich keine blauen Augen gefunden. Und bei den ganzen germanischen Stämmen gab es auch blaue Augen. Also ich weiß nicht, ob es das auch in Griechenland gab. Ich habe jetzt nichts gefunden in der mykenischen Kultur und so. Im antiken Griechenland habe ich jetzt keine blauen Augen finden können. Aber es kann natürlich auch sein, dass es das da vereinzelt gab. Wir wissen es nicht. Sonst, wie gesagt, auf der ganzen Welt keine blauen Augen. Und wir sehen, blaue Augen kommen halt hauptsächlich in Eurasien vor, also in Europa und im Nahen bzw. Mittleren Osten und auch noch so ein bisschen im Steppengebiet sozusagen nach oben. Aber sonst finden wir die eigentlich nicht. Heute gibt es sie natürlich auch in Afghanistan, in Indien und so, wohl einfach durch den Iran, ne, also durch die indoeuropäische Invasion, durch die Yamnaya-Kultur und so, wurden dann diese blauen Augen dann halt auch nach und nach weiter nach Osten getragen, ja. Wie die Frequenzen von blauen Augen heutzutage sind, das werde ich euch jetzt hier nicht extra zeigen. Da könnt ihr einfach googeln, irgendwie Blue Eyes Map World oder so. Da werdet ihr sicher schon entsprechend dann was finden. Also wir sehen, blaue Augen sind nichts Besonderes in dem Sinne in Europa und in Eurasien gewesen. Sie sind auch kein spezifischer Marker irgendwie innerhalb Europas für irgendeine spezifische Population, weil wir sehen, selbst bei den alten Römern gab es blaue Augen und so, ne? Und die waren jetzt ja überhaupt nicht sozusagen irgendwie groß mit den Ariern verwandt und so. Und auch bei dieser Population Early Eastern Fertile Crescent Neolithic, die wir im ARIA-Video ja ganz stark behandelt haben, diese Komponente, da gab es am Anfang überhaupt keine blauen Augen, weil wir sehen ja ganz am Anfang, wenn ihr zurückspult ins Jungpaläolithikum, da sind die blauen Augen im Kaukasus vorhanden.
und halt in Südeuropa, in Italien, aber sonst sind sie nirgendwo auf der Welt vorhanden, auch nicht bei den Vorfahren der sogenannten Arier. Und deshalb wissen wir auch ganz klar, Arier und blaue Augen hat nichts miteinander zu tun. Blaue Augen sind sozusagen ein getrenntes Phänomen von dieser Komponente, ja, und treten zuerst halt einfach am Ende des Paläolithikums auf, wo die Eiskappen abschmelzen. Und wahrscheinlich sind die halt eine Folge, ja, der einfach eine Klimaanpassung. Ne? Erstmal ist es so, wie ich ja gesagt habe, Leute mit blauen Augen können besser in der Dunkelheit sehen. Und wahrscheinlich war es ja so, dass im Paläolithikum oft sehr bedecktes Wetter war, es gab wenig Licht und da war es vielleicht auch einfach von Vorteil, dass man dann halt auch besser in der Dunkelheit sehen konnte, dass man auch nachts jagen konnte, dass man auch, ja, zu Zeiten der Wintersonnenwende, wenn es die meiste Zeit des Tages halt dunkel war, dass man da halt auch jagen konnte und so, ne? Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass wenn man jetzt andere Menschen angegriffen hat, dass es vom Vorteil war, das in der Nacht zu machen. Und wenn man das zum Beispiel mit Fernkampfwaffen, also zum Beispiel mit Bögen gemacht hat, war das sehr von Vorteil, wenn man halt in der Dunkelheit gut sehen konnte. Und dann konnte man seine Feinde natürlich auch besser treffen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!